unvergesslicher Tag für mich. Und möchte auch Danke bei Iserlohn sagen. Ich finde, dass sie es sehr respektvoll den Umständen entsprechend gemacht haben. Haben ja nicht immer die beste Beziehung gehabt. Moritz Müller 1-6 hinten nach zwei Dritteln. Das wirkt ein bisschen wie ein Klassenunterschied. Ja, ist es auch. Keine Leidenschaft, kein Herz gegen so eine kanadische 1C-Nationalmannschaft. Ist peinlich von uns, ist einfach peinlich. Wir finden auch die Worte. Ist einfach nicht genug. An der Stelle regt es aber auch auf, dass wir gegen so eine, wie viele Deutsche haben die im Kader stehen? Zwei Deutsche, das ist keine Entschuldigung für nichts, aber die Liga sagt, die Nationalmannschaft muss besser werden und hier spielt so eine abgetakelte kanadische Nationalmannschaft. Da soll die Liga mal genug Arsch in der Hose haben, um mal zu fragen, wie es funktioniert mit den Pässen Iserlohn. Aber das ist keine Ausrede für unsere Leistung, es ist peinlich, was wir spielen. Es wirkt auch blutleer. Was? Es wirkt blutleer, so emotionslos. Ach ja, okay. Also der Blick, der er mir dazu geworfen hat und die beiden Nachfragen mit dem blutleer, die Frage war natürlich auch schon ein bisschen mutig. Also nicht nur mutig, das zu sagen, sondern auch mutig, das zu denken. Er kann ja mal mit einem 2-Meter-Mann einen Faustkampf austragen und dann gefragt werden, ob das blutleer ist, die Vorstellung. Also es ist ja auch, du musst beim Nachgang auch nochmal nachfragen. Also.